Ein freundliches Hallo und herzlich willkommen. Kopf der Woche heute mit Salina und Thomas Worm. Thomas Worm ist Hotelier und seit mehr als 33 Jahren Eigentümer des Schlosses Diedersdorf. Das Schloss wurde aus einer Ruine 1990 mit viel Liebe und Mühe bis heute zu einer Tagungs- und Feierlocation mit größtem Biergarten und Hotel in Berlin-Brandenburg von ihm ausgebaut und betrieben. Neben den zahlreichen Restaurants und dem größten Biergarten Berlin-Brandenburgs wird Urlaub und Übernachtungen im Schlosshotel sowie den Landgasthof geboten. Legendär sind das größte Oktoberfest der Region, die wirklich grandiosen Silvesterpartys und an seiner Seite die nächste Hotelier-Generation im Schloss Diedersdorf, Salina Worm, Thomas Worm. Herzlich willkommen erstmal bei uns bei Kopf der Woche. Mehr als 3 Jahrzehnte betreiben Sie nun schon ja, über das Grenz hinaus bekannte Schloss Diedersdorf. Wie kam es denn, dass Sie 1990 das Ganze übernehmen konnten, eine Ruine, Lust hat, das anzupacken und jetzt zu einem Vorzeigeerlebnisareal gestaltet haben? 1989, am zweiten Weihnachtsfeiertag, sind meine Eltern nach praktisch in die ehemalige oder noch DDR gefahren, weil das war ja dann ab November erlaubt, weil sie in Grünau geboren worden sind. Und da hatten sie halt Sehnsucht, mal wieder so die alte Heimat zu sehen. Und fahren durch Diedersdorf durch und steht ein Mann auf der Straße und sagt zu den beiden nachmittags, ich lade euch ein zu Kaffee und Kuchen. So, und dann ein Wort das andere und dann haben die natürlich gesagt, so ungefähr, wir haben ein altes, verfallenes Schloss, wäre das nichts für euch. Und das hatte mir mein Vater abends erzählt und dann sind wir am nächsten Tag mit meinem Vater nach Diedersdorf gefahren. Und ich habe immer geträumt von einem Haus, wo man mit dem Auto vorfahren konnte, beziehungsweise mit dem, so ein Haus, wo irgendwie davor so ein Springbrunnen ist oder ein Rosenbeet oder so. Und da war früher mal ein Rosenbeet. Naja, und dann habe ich mich natürlich sofort verliebt und ja, jetzt ist das, was draus geworden ist, ist draus geworden. Also der Zufall, der hat dann dem Ganzen die Hände gespielt. Und sofort, man hat wahrscheinlich das Geräusch so von Schotter, wie man so mit dem Auto so krisseln, so vorfährt und das eingeschlossen hat. Dann ist man dabei, sich Gedanken zu machen und so in so einem Schloss oder etwas auszubauen, zu sanieren, zu investieren. Ja, hat man das so einfach auf Tasche und sagt man sich, okay, das kostet ein paar Millionen, ich hab's? Nein. Also man musste ja auch damals, musste man so einen Investitionsbescheid haben vom Landrat oder vom Kreis der Stadt oder vom Kreis des Landes oder wie es auch immer damals hieß. Und da musste man schon sagen, was man mit vorhat und wie viele Mitarbeiter man beschäftigt und wie viel man investiert und. Naja, und dann habe ich mir halt überlegt, was kannst du am besten? Und man hätte natürlich damals auch schon ein Hotel draus machen können, aber damals war die Zeit noch nicht reif. Oder man hätte vielleicht ein Altersheim draus machen können, aber davon hatte ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Am meisten hatte ich halt Ahnung vom Bier trinken. Und dann gab es in West-Berlin ganz wenig Biergärten. Und ich hatte mal eine sehr hübsche Freundin in München. Und die habe ich halt öfters besucht. Und seitdem liebe ich die Biergärten in München. Und da dachte ich, na sowas muss man in Diedersdorf machen. Also das heißt, das Unternehmerische war Ihnen ja schon klar. Also ich bin jetzt Unternehmer, ich muss was unternehmen. Mhm. Und Sie wussten, Ihnen war immer noch gar nicht genau, was mache ich einfach drauf los. Es waren ja auch so die Goldgräberzeiten, ne? Könnte man so sagen. Ne? Also 89, Grenze auf, zack, man macht dann was. Und da wird so ein Schloss durch Zufall angeboten. Ja, aber man muss natürlich auch wissen, wie man das Geld wieder reinholt, was man da reinsteckt. Weil alleine damals kann ich mich noch wie heute dran erinnern, alleine die Entwässerung, weil da war natürlich auch keine Entwässerung und keine Bewässerung, hat 250.000 D-Mark gekostet. So und so hat man ja auch nicht mal für eine Entwässerung 250.000 D-Mark rumzuliegen. Ja, das ist ja auch nicht so ein kleiner Bau. Es ist ein Schloss und Sanierung. Und da geht man da vielleicht so rein, ich weiß nicht, Bauunternehmer sind sie wahrscheinlich auch noch oder nicht zu dem Zeitpunkt. Wie sind sie denn so Sanierung angegangen? Nur als Hobby. Nur als Hobby. Ja. Und was haben Sie denn wirklich an dem Tag gemacht, jedenfalls zur Zeit, okay, ich übernehme das Ganze, sind Sie dann mit anderen Unternehmen, Bauunternehmen in Kontakt gekommen und sagen, ey, baut mir das aus? Nach meinen Wünschen, aber die Vorstellung, man hat ja so ein paar, aber wo kamen die denn her im Detail? Ja, ich habe angefangen natürlich mit dem Architekten, weil ich hatte mal eine schöne Wohnung in Kampen und da habe ich einen Innenarchitekt gehabt und der hat mir die Wohnung eingerichtet oder gezeichnet. Aber die war nur 55 Quadratmeter groß, aber das war relativ überschaubar. Aber den habe ich durch meine Unwissenheit natürlich wieder genommen und habe gesagt, Mensch, zeichne mal. Und da hat er gesagt, du, wenn ich das Ding zeichnen soll, will ich 400.000 D-Mark nur für die Zeichnung haben. Das sind schon 650, ne? Dann habe ich mir überlegt, wie Herr Wobereit mit seinem Flughafen was hochtief verdienen kann, das sparen wir uns an Berlin ein. Und ich habe dann auf meinen Architekten verzichtet und habe alles selber gemacht. Nur, dass es bei mir geklappt hat.
Das ist natürlich auch so eine Sache, also auf seine eigene Stärke zu vertrauen, zu sagen, okay, ich bin kreativ, ich mache es jetzt einfach mal. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Jetzt tun wir so ein bisschen mit dem Erich Honecker von der Zeiten, wenn wir darüber sprechen. Ja, ja, ja. Aber das war da so ein bisschen. Also ich habe jetzt mich entschieden, das Schloss zu sanieren, aufzubauen, Gastronomie dort zu etablieren. Ja. Gab es denn vielleicht auch mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, nee, vielleicht dann doch übernommen, oder gab es diesen Moment nie? Doch, gab es auch schon. So eine Momente gab es sogar mindestens zwei Stück, weil der Alteigentümer hat im Grundbuch nach 2 oder 3 Jahren ein Grundbuchvermerk reinmachen lassen, auf Rückübertragung. Und dann? Und dann gab es mehr oder weniger einen Prozess, und dann gab es wieder einen Prozess ungefähr. Und dann habe ich mich aber mit dem Alteigentümer geeinigt, dass ich nochmal 1 Million nachzahlen muss. Und ich hatte aber damals schon als Kaufpreis, was auch geschätzt wurde, schon 6-stellig bezahlt für eine Ruine. Und das Ganze wuchs und wuchs und wuchs, wächst ja heute immer noch. Ja. Wir kommen gleich zu dem neuen Zelt, das wir haben zum Oktoberfest. Ja. Womit ging es denn los? Es ging los mit dem Biergarten, weil offiziell habe ich es, glaube ich, irgendwie am 1. Juli 2090 gekauft. Und wir haben aber natürlich schon vorher angefangen zu renovieren und erstmal aufzuräumen, weil das war ja Schrott ohne Ende da, also ganz fürchterlich. Und dann war eben halt der Sommer da, und dann habe ich von meinem Getränkelieferanten in so einen Klappwohnwagen bekommen, und dann haben wir irgendwo in der Metro die Gartenmöbel gekauft oder die Biergartenbänke, die Garnituren, und haben einen Biergarten da hingebaut und haben aus dem Bierwagen dann praktisch das Bier zapft für unsere Gäste im Biergarten. Also das heißt, unternehmerisches Wachstum immer Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Step by Step. Ja. Sie konnten schon Umsätze machen, die wir generieren. Mit den Banken, die müssen natürlich auch bedient werden. Und wo muss das ganze Geld herkommen? Richtig. Nun haben Sie das Ganze ja auf 150.000 Quadratmeter groß. Also eine unvorstellbare Größe. Also für eine Erlebnisgastronomie. Aber gibt ja noch viel, viel mehr. Wissen Sie noch, was es alles gibt auf Ihrem Schloss Diedersdorf? Ja, klar. Also wir haben ja, also als erstes natürlich der Biergarten. Dann haben wir das Schloss, wo 8 Suiten drin sind. Und in dem Schloss haben wir auch einen wunderschönen Weinkeller und eine ganz romantische Cocktailbar. Und jetzt kommt aber der Clou, weshalb wir das auch alles so gut überleben. Wir haben auch im Schloss ein Standesamt. Und wir können also Trauungen im Schloss vornehmen, richtig von einer Standesbeamtin. Und das Gleiche haben wir nochmal, wir haben einen wunderschönen romantischen Schlossteich. Da können wir auch an einem Schmieder, an einer eisernen Pavillon, auch Trauungen vornehmen. So, und dann im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, die Hotelzimmer, die 8 Suiten reichen nicht aus. Und dann haben wir den Landgasthof im Pferdestall gebaut und den Landgasthof im Kuhstall, sodass wir jetzt fast 100 Hotelbetten haben, 50 Doppelbettzimmer. Also ordentlich, da ist was zu bewirtschaften. Ja. Das Ganze muss ja bewirtschaftet werden mit Personal. Ja. Und ist das in diesen Zeiten auch permanent immer am Start? Also wir hatten ja zwischendurch immer Corona, und ich habe ja von vielen Gastronomen gehört, wir müssen hier schon zumachen, es geht nicht, wir haben kein Personal mehr. Wie haben Sie denn das überstanden, diese Zeit? Na, wir haben natürlich auch Corona-Mittel bekommen. Wir haben sogar auch, ich glaube, das ging auch durch die Presse, meine Tochter war in Karlsruhe beim BGH, und wir haben den Prozess verloren, weil das Infektionsschutzgesetz ist definitiv nicht korrekt gemacht. Weil das besagt, dass Sie, wenn Sie ein Restaurant haben und Sie Corona haben, wird das Restaurant zugemacht und Sie kriegen eine Abfindung. Uns haben das Schloss Siedersdorf haben sie zugemacht, kein Gast hatte Corona, wir hatten alle kein Corona und wir haben keine Abfindung bekommen. Und das haben wir prozessiert und das haben wir verloren vom BGH. Dann wollten wir Bundesverfassungsgericht weitergehen, und die haben den Prozess gar nicht angenommen. Also insofern sind wir da nicht, muss ich ehrlich sagen, finde ich, korrekt behandelt worden. Aber wir haben es halt überlebt, weil wir haben eine ganz tolle Bank, wenn ich Schleißwerbung machen darf, die Mittelbrandenburgische Sparkasse. Die haben gleich als erstes gesagt, wo Corona anfing, haben die gleich gesagt, pass auf, die Zinsen bezahlst du, aber die Tilgung, die hängen wir dir einfach hinten dran. Und damit haben wir das Ding natürlich überlebt, weil wir keine Mieten bezahlen mussten.
Und welcher Vermieter hat wirklich mehr oder weniger 100% auf die Miete bei dem Gastronomen in Berlin und Brandenburg oder überhaupt in Deutschland verzichtet? Das war eine Überlebensgarantie, die eigene Überlebensgarantie, dass man das im Besitz hat, das Ganze. Ja, ja. Und natürlich aufbauen auf Grund und Boden. Und da gibt es so viele Gastronomen, die in Berlin gesagt haben, wie soll ich das jetzt aufbringen? Ja, ja. Ich meine, zu Zeiten, wo die Miete veranschlagt, ja, geht ja nicht, wo natürlich großes Geschäft gemacht worden ist, sind natürlich dann viele letztendlich auf der Strecke geblieben. Und es ist auch allseits oder auch dem Finanzamt bekannt, dass die Gastronomen zwischen 6 und 8% nur Gewinn haben. So, wenn sie aber 10% Miete bezahlen, dann können sie sich ausrechnen, wenn jetzt mal ein Jahr, 12 Monate praktisch null ist, dann müssen sie ja 10 Jahre Rücklagen alleine nur für die Miete bezahlen. Aber dennoch, Thema Personalmangel will ich mal so geben. Man bekommt es ja mit, also jeder sucht ja Personal. Da muss man natürlich ein guter Arbeitgeber sein, man muss auch gut verdienen können in der heutigen Zeit. Also auch nicht nur verdienen, sondern auch bekommen, um das wieder auszugeben. Wir haben in Diedersdorf die Möglichkeit, dass wir unsere Mitarbeiter im Dorf unterbringen können. Und das sind ein Zimmer-Apartments mit einem Doppelbett, mit einem separaten Badezimmer und mit einer Gemeinschaftsküche. Und das ist natürlich wunderbar, weil dann können wir auch Leute aus Italien nehmen oder aus Österreich oder aus Polen oder. Mhm. Personelle Veränderungen gehören ja auch zur Führung Ihres Unternehmens, denn an Ihrer Seite, lieber Thomas Worm, führt jetzt auch Tochter Salina, die Geschäfte Salina Worm. Das klingt schon wie so ein Märchen, aufgewachsen auf einem Schloss und dann Schlossherrin geworden. Kann man das so plakativ sagen oder ist das vielleicht so? Ich meine, aber so als Kind ist man wahrscheinlich permanent dann irgendwie da, ne, oder? Also man muss dazu sagen, Schloss Diedersdorf gibt es jetzt mittlerweile 33 Jahre. Ich bin 23 Jahre alt. Also dementsprechend bin ich dort aufgewachsen und ich bin immer dann, wenn Papa dort war, auch mit dort gewesen, bin da rumgelaufen. Schon als kleines Baby wurde ich von den Kollegen über den Hof im Kinderwagen und ich glaube mit 7 das erste Mal hinterm Tresen und wollte dann gleich mithelfen und mich irgendwie engagieren, weil ich ja gesehen habe, das machen alle. Also muss ich das auch machen? Und natürlich war das damals als Kind so dieses Gefühl von Prinzessin und Schloss, aber mittlerweile ist man in der Realität angekommen und hat da auch eine andere Verbindung zu. Aber trotzdem dieses Gefühl, dieses Gehen in den, ja, was man in sich trägt, vom Vater in die Wiege gelegt, dann später 10 Jahre, bin sozusagen mit schon da rumgewerkelt und man spürt das Ganze. Ich glaube, Sie kennen jeden einzelnen Winkel, vielleicht sogar noch mehr als der Papa als Kind, dann kann man trotzdem mal ein bisschen ganz anders gucken, oder? Also man kann sagen, ich kenne jeden einzelnen Stein auf dem Hof. Also schon mal angefasst, mitgespielt und so. Und sich auch der Umgang, jetzt bleiben wir mal beim Personal, Umgang mit den Menschen. Es klingt immer so dieser Begriff Personalmangel, das klingt immer so wie, jetzt haben wir unser Schloss, hier haben wir unser Personal, aber ich denke mal, da gehen Sie auch bestimmt mit, wenn man sagt, da sind ja Menschen, die mit Ihnen da zusammenarbeiten. Wie ist denn so der Umgang sozusagen jetzt junge Chefin? Anfangs war das natürlich überhaupt nicht leicht für mich, weil wir teilweise Mitarbeiter dort haben, die seit 30 Jahren für uns arbeiten und die länger dort arbeiten, wie ich auf der Welt bin und mich halt kennen, seitdem ich Baby bin. Und als es dann hieß, okay, Salina übernimmt jetzt eine Führungsposition und Geschäftsführerrolle, es ist natürlich erstmal für mich schwer gewesen, ein gewisses Standing zu erreichen, also mich durchzusetzen. Aber ich habe das ziemlich schlau, würde ich sagen, gemacht. Ich bin einmal durch jede Abteilung durchgelaufen, egal ob es jetzt in der Küche, im Service oder im Zimmerdienst, im Housekeeping war. Ich habe überall einmal reingeschnuppert, damit ich halt auch weiß, was bei uns auf dem Hof passiert. Und ich würde sagen, ich habe es mir erarbeitet. Und im wahrsten Sinne des Wortes, das wollte ich sagen. Also nicht mal so über die Schulter geschaut, sondern erarbeitet. Sie haben also richtig Hand angelegt und haben auch mal die Bett bezogen und haben auch mal das und das gemacht. Also hinterm Tresen haben Sie ja schon als Kind gestanden. Das kennen Sie ja. Jetzt am Zapfhahn kann man natürlich dann etwas größer da bessere Biere zapfen. Das wurde Ihnen wahrscheinlich dann anerkannt, die arbeitet hier mit und die zeigt, was sie kann. Richtig. Und man darf nicht vergessen, und das wird mir immer wieder gesagt, die Mitarbeiter schätzen es sehr, dass ich denen auf Augenhöhe begegne. Und wir haben keine hohen Hierarchien, also das ist alles ganz flach. Und wir sehen uns als eine große Familie und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass wir nicht so dieses Gefühl haben, wir sind jetzt Mitarbeiter oder wir sind Kollegen, sondern eher, wir sind eine Familie und meine Tür steht 24 Stunden offen. Die Mitarbeiter wissen, sie können jederzeit zu mir kommen, wenn sie was auf dem Herzen haben und wir finden für alles eine Lösung. Ja, und für alles eine Lösung finden und das Familiäre ist wahrscheinlich auch, dass es ausmacht und die Zuverlässigkeit zu wissen, was der Papa aufgebaut hat, ist in den Gen drin, wird weitergetragen, wird nicht verkauft, sondern wir können hier weiter mit dabei bleiben und Neues kreieren. Und zwar die Jahresproduktion soll bei 100.000 Litern liegen und zwar bei einem Bier. Und zwar im Biergarten von Diedersdorf, da kann man sich das Schlossbräu in Halbe- und Litermaßkrüge zu sich nehmen. Jetzt können wir leider hier dieses Bier nicht verschmecken, aber wir können in dem Fall ein bisschen Werbung machen dafür. Wie schmeckt das Schlossbräu?
Also ich persönlich als Frau sage, es ist sehr mild, es ist nicht sehr herb. Es geht gut runter. Ich bin jetzt tatsächlich nicht so die Biertrinkerin, aber das trinke ich auch sehr gerne. Und die Resonanz der Gäste bis jetzt ist durchweg positiv. Wir haben das dieses Jahr bei der Grünen Woche vorgestellt und auch dort ist es sehr gut angekommen. Also bis jetzt, das Feedback spricht für sich. Das klingt so ein bisschen nach autark sein. Ne? Also autark, die ist die Familie, die sagt sie, unabhängig machen von irgendwelchen Mieten, unabhängig machen vielleicht sogar von Brauereien, wenn wir haben unser eigenes Bier. Mhm. Kann das sein? War das auch die Idee dahinter? Weil es hat ja eine Weile gedauert. Ich meine mal viele Jahre, jetzt haben wir schon 33 Jahre danach. Ja. Das Schloss gibt es ja schon seit vielen Jahrhunderten. Also seit wann gibt es das Schloss? Seit 1795. So in dem Dreh. Also wird es jetzt mal höchste Zeit, dass da ein eigenes Bier an den Start geht. Genau. Und vor allen Dingen ja auch passend zum Oktoberfest. Und das ist ja wirklich sehr erfolgreich, soweit ich weiß, wurde jetzt schon mal nachgelegt. Also musste nochmal aufgestockt werden. Jetzt haben wir noch den 27. und 28. Die beiden nochmal. Wir haben ja einfach mal raufgeschaut und der kontrolliert der Papa einfach in dem Fall mal alles ausverkauft. Und nicht sagen, jetzt sind wir satt, sondern wir packen. Der Bedarf scheint da zu sein. Ja. Woran liegt es, dass der Bedarf da ist, Oktoberfest in Brandenburgischen Berlin, Brandenburg und Umgebung zu feiern? Das ist der gute Ruf, würde ich mal sagen. Also das Oktoberfest feiern wir dieses Jahr zum 30. Mal. Und wenn man sich die Stimmung anguckt, also wenn man es noch nicht selbst persönlich erlebt hat, kann man das gar nicht so nachvollziehen. Aber man muss sich das einfach mal anschauen, denn die Stimmung ist einmalig. Die Gäste tanzen allesamt auf den Bänken. Es gibt keinen, der nicht tanzt und nicht am Feiern und Jubeln ist. Es kommen alle in Tracht. Das war früher tatsächlich auch nicht gang und gäbe. Mittlerweile, ohne dass es Pflicht ist. Also es kann jeder kommen, wie er möchte. Es ist nicht Pflicht, in Tracht zu kommen, aber mittlerweile hält sich jeder dran und es ist im Endeffekt macht sie Stimmung. Hey, der Thomas Worm ist ja schon mit einer Tracht hier. Also wir passen dazu, ist ja klar, Oktoberfestzeit muss natürlich gemacht werden. Und dann selber mit einem Dirndl unterwegs? Auf jeden Fall. Nicht muss nur in Dünnel, auch in Lederhosen. Auch mit Lederhosen. Genau. Ja. Das hat sich das Bild so ein bisschen geändert. Früher war es so ein bisschen, mein Gott, ich ziehe mir so eine Klamotte nicht an, da bist du hier Fasching, mögen wir nicht hier oben, dass wir unsere da ein bisschen machen, das ist ihr Ding. Aber es ist jetzt dieses Feeling da, dieses Gemeinschaftliche. Was sind denn noch so Highlights auf Ihrem Schloss? Also würden Sie sagen, also das will ich herausnehmen, jetzt haben wir schon von Bier gesprochen, wir haben von Hochzeit und so weiter gesprochen, aber gibt es was, wo man sagt, Mensch, Mario, da musst du unbedingt dabei sein. Das ist eine Sache, die musst du einmal erlebt haben. Abgesehen mal davon, dass ich dieses Oktoberfest, also über alles liebe euch da. Also es gibt so ein paar Events, also Großveranstaltungen, die man auf jeden Fall mal gesehen haben muss. In erster Linie, was wir selber machen, die Silvesterpartys. Das sind verschiedene Partys eben in verschiedenen Locations bei uns auf dem Hof. Und man kann flanieren und es gibt Essen und Trinken und DJ und Feuerwerk. Und also, also praktisch von einer Party zur anderen gehen, weil da ist meinetwegen der Tischjockey, der dir nicht gefällt. Und dann gehst du einfach in den Kuhstall, weil da ist eine Drei-Mann-Kapelle und das ist genau deine Musik, dann bleibst du da. Weil bei uns ist all included. Und das heißt, ob du da nur dein Bier trinkst oder da dein Bier trinkst, wenn das Essen durch ist, dann ist es uns vollkommen egal. Das müssen wie Silent Disco. Kennt ihr das? Dieses Ding, ich meine, alle haben Kopfhörer auf. Ja, der eine hört dann ein bisschen It's und der nächste hört einen Schlager. Da kann man sich auch umswitchen. Ja, ja. Das ist wunderbar. Das habt ihr ja sozusagen in Gänze. Richtig. Wie viel Location haben wir dann da vor Ort? Ich meine, wie viele Möglichkeiten müsst ihr dazu kommt wechseln? Drauf an, wie wir es verkaufen. Also wir haben in der Regel immer drei Locations, aber wir können auch vier machen oder auch fünf mit dem Schloss dazu, mit dem Weinkeller dazu, im Pferdestall, in der Schmiede, in der alten Schmiede, neue Schmiede, im Kuhstall, in der Markthalle. Also da haben wir relativ viele Möglichkeiten. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht in der Gastronomie der 90er bis heute in den 20ern nach der Jahrtausendwende verändert? Also abgesehen davon, dass früher schon getrunken wurde, heute auch. Aber was gibt es denn, Veränderungen? Also Veränderungen würde ich sagen, die Leute, die damals viel Bier getrunken haben, sind heute noch da und trinken genauso viel Bier und lieben immer noch unsere Schweinshaxe und unsere warmen Brezeln. Also im Grunde genommen würde ich sagen, von dem Gefühl aus hat sich bei uns, also wir, die Bäume sind natürlich alle, die wir vor 30 Jahren gepflanzt haben, größer geworden. Im Grunde genommen, wir sind von Jahr zu Jahr wird Schloss Siedersdorf schöner. Mhm. Weil es alt eingewachsen ist, weil vor 33 Jahren waren alle Bäume so, und heute die Bäume, die so waren, sind alle weg und neue gepflanzt und die sind jetzt auch schon wieder 20, 30 Meter hoch. Also neue Generation ist ja herangewachsen, nicht nur an Bäumen, sondern sozusagen an den Nachwuchs. Ja. Das Ganze. Ja, wie ist das jetzt gerade? Ist das so ein Übergangsgefühl gerade schon? Sind Sie überhaupt noch da vor Ort? Na, doch jetzt ich bin sehr glücklich, dass meine Kinder, weil ich habe ja auch noch einen 20-jährigen Sohn,
Und, der wächst das jetzt auch gerade so rein, ne? Das, ja, ja, und der hat seinen Veranstaltungskaufmann bestanden. Und Salina ist seine Chefin und zum Glück hört er auch auf sie. Aber vielleicht irgendwann mal wird er auch so weit sein, dass er denn das Max Salina vertreten kann und umgekehrt. Wie fühlt sich das gerade so als Patrone von dem Ganzen? Sozusagen, ich schaue mal drüber, ich gebe noch mal meine Inspiration, aber ist eine andere Generation, die vielleicht so manches anders macht. Ja. Gibt es was, was sie anders macht als ihr Vater? Also Papa sagt immer zu mir, Papa sagt immer zu mir, ich bin die Diplomatischste bei uns in der Familie. Und das spiegelt sich natürlich auch auf den Umgang mit den Gästen und den Mitarbeitern wieder. Also ich bin so sehr die Harmonische. Ich versuche, dass irgendwie keiner benachteiligt ist, dass alle irgendwie glücklich sind und keiner was auf dem Herzen hat. Das ist so tatsächlich mein Steckpferd dafür, will ich sagen, bin ich bekannt. Anderer Führungsstil, modernerer Führungsstil, empathischer Führungsstil. Ja, nein, sie ist eben halt diplomatischer. Naja, man muss ja auch überlegen, wie man gerade Menschen führen und sowas in diesen Zeiten binden. Wir sind ein Familienunternehmen, ihr seid bei uns genau richtig. Wir arbeiten zusammen, wir schaffen zusammen Werte und wir gehen natürlich auch erfolgreich nach vorne. Das finde ich ganz toll. Es wird doch Änderungen geben und zwar, soweit ich weiß, gibt es ja Steuererleichterungen im laufenden Jahr, im nächsten Jahr sollen auslaufen. Und zwar, soweit ich weiß, nach wiederholter Verlängerung soll der Mehrwertsteuersatz ab Januar 2024 wieder von 7 auf die ursprünglichen 19% steigen. Also 7 bis 19 fühle ich irgendwie oder rechne ich aus 12%, wenn ich 10% an Trinkgeld gebe. Könnte es passieren, dass die da im nächsten Jahr dann sagen, die Gäste, die 10% Trinkgeld, die hast du schon? Wie sieht es damit aus? Also wird das jetzt schon mal kontrolliert? Also erstmal muss ich ganz klar sagen, da gibt keiner 10% Trinkgeld im Schnitt. Wie viel? Maximal würde ich sagen im Schnitt 5%. Weil da können Sie sämtliche Gastronomen in Deutschland fragen. Oder der will angeben, weil er eine neue Braut hat vor der neuen Braut und die hat 20 Euro, obwohl es nur, weiß ich nicht, 40 oder so gekostet hat. Das kann ja auch sein. Aber davon ist ja nicht der Schnitt. Mhm. Wenn das passieren sollte, können Sie sicher sein, gehen 10.000 Gastronomen in Deutschland pleite. Weil die können doch nicht, guck mal, wenn heute, wir haben es klar gerechnet, wenn heute, sagen wir mal, warte ich schon vom Gefühl her, weil ich ja selber auch viel auch woanders essen gehe, nicht nur auf Schloss Diedersdorf. Wenn ich selber essen gehe und zahle für einen Wiener Schnitzel irgendwie 32 oder 34 oder 37 Euro und muss jetzt mit EMA 12% mehr bezahlen, dann bin ich mit EMA bei 43 Euro für einen Wiener Schnitzel. Na, und dann hat der noch nicht mehr verdient. Dann hat der nur erstmal die Mehrwertsteuer im Grunde genommen, die er jetzt mehr bezahlen muss. Rein. Also, was sagen Sie dazu? Ich meine, Sie werden ja damit als Geschäftsführende konfrontiert werden, wenn es so sein wird. Das wissen wir nicht. Kann kommen. Also ist angekündigt, aber mal sehen. Vielleicht dreht es noch andersrum. Das macht einem schon Sorgen. 12% ist eine ganze Menge. Ne? Also 12%, Sie müssen auch unternehmerisch dann kalkulieren. Wir sagen, also jetzt machen wir natürlich in diesem Jahr, geben wir mal 12% oder 10% für Marketing mehr aus. Eben. So, jetzt ist das nicht mehr da. Wir müssen es im Endeffekt auf die Gäste umschlagen. Da kommt man nicht drum rum. Und dann ist halt die Frage, so wie jetzt, komme ich eben nach Diedersdorf gefahren für einen Schnitzel und ein Bier oder kann ich mir dann nur noch Kaffee und Kuchen leisten? Und das ist ja, die Spanne ist ja relativ groß. Ich sag's mal, wenn es jetzt so wäre, dass die Gastronomen jetzt alle 20% verdienen würden vom Umsatz, dann wäre ja in Ordnung. Gut, dann verdienen sie nur noch 8%, weil ja 12% wegfallen. Aber zeigen Sie mir einen Gastronomen in Deutschland, der 20% verdient. Nach Energiekosten, nach Versicherung, nach Lebensmittel teurer geworden. Ohne. Im letzten Jahr, raten Sie mal, ob wir im letzten Jahr Gänse verkauft haben. Wir haben kein Gänsebratenessen gemacht auf Schloss Dietersdorf. Wir haben 33 Jahre machen wir Gänsebratenessen, letztes Jahr nicht. Weil die wollten für eine Gans für Sickfahrt 40 Euro haben oder irgendwas im Einkauf. Also geht überhaupt nicht. Also wir drücken uns mal gegenseitig die Daumen, dass es nicht so wird. Ich als Kunde, der gerne Gastronomie nutzt hier in Berlin, wir haben so eine riesengroße Vielfalt, natürlich bei hier im Schloss Diedersdorf, zu sagen, das ist ja so, man weiß ja, Mensch, tolle Qualität, nicht nur in den Produkten, was man bekommen hat, sondern auch in dem, wie man bedient wird. Wenn man natürlich so eine tolle Führung hat, da freut man sich darauf, ey, guck mal, wie der mich abholt, da will man was lassen. Man weiß ganz genau, man ist ja nicht in Amerika, wo vorgefertigt wird 15, 50, 22%, was schon drin ist, drücken Sie mal rauf, sondern wie Sie sagten, 5. Vielleicht manche 10, kann man sein, so in dem Dreh. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu den schönen Voraussichten. Was gibt es noch für zukünftige Highlights? Oder soll alles so bleiben, wie es ist? Gibt es was Neues in der Planung? Was wir noch nicht erwähnt haben, wir haben eine Hochzeitsmesse im Februar. Mhm. Die ist traumhaft. Also, weil da können sich das Pärchen, die heiraten wollen, können sich von der Frisur über die Ringe, über die Brautmond, über die Location informieren und haben alles an einem Standort. Also praktischer geht es eigentlich gar nicht. Mhm. Dann haben wir Ritterturnier und Ritterfest.
Das ist so toll, das ist nicht nur für Kinder. Die Leute, die da sind, die leben. Ja, also die sind keine Schauspieler, weil das sind wirklich die Ritter so ungefähr. Also die pennen auch da in ihrem Zelt, egal ob es regnet oder nicht. Die schlafen nicht im Schloss in unseren Hotelzimmern. Dann machen wir am Ende August immer die größte USK-Show, Klassiker-Show in Europa. Und da kommen, weiß ich, 1000 richtig geile amerikanische Oldtimer, wo die Besitzer, ich glaube, mit der Zahnbürste die Felge selber putzen, so ungefähr. Also utopisch gut. Also Menge Vorhaben, die noch anstehen. Gibt es was ganz, ganz Neues, was du noch reinwerfen, was der Papa vielleicht noch gar nicht weiß? Nee. Nein, also mein Anliegen ist es natürlich, Papa zufriedenzustellen. Und ich möchte, dass er stolz auf mich ist. Und ich möchte ja, Schloss Diedersdorf ist ja sein Lebenswerk. Und ich möchte sein Lebenswerk ja nicht verändern. Ich möchte es weiterführen, so gut wie es geht, in seinem oder in unserem Interesse. Und das darf gerne erstmal so bleiben. Schönes, schönes Schlusswort. Ich sage Dankeschön, Salina und Thomas Worm. Und das war Kopf der Woche hier im Capital Beat mit und für Menschen mit Köpfchen. Genau.